Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Ein total abgewirtschafteter Penner kommt in eine Samenbank und fragt, wie viel Euros er denn für eine Spende bekommen würde. Die Dame hinter der Theke hält ihm 3 Gläser unter die Nase und meint, für das kleine 20, für das mittlere 40 und für das große gibt es 100 Euro. Der Typ schnappt sich das große Glas und verschwindet in einer Kabine. Hinter der Tür stöhnt, ächzt und keucht er so laut, dass es der Dame hinter der Theke schon peinlich wird. Auf einmal hält er inne und fragt mit leicht erdrückter Stimme, »Könnte ich mal ein feuchtes Handtuch haben, bitte?« Leicht verwundert gibt sie ihm ein feuchtes Handtuch. Wieder stöhnt es aus der Kabine. Er fragt noch angespannter, »Könnte ich vielleicht ein trockenes Handtuch haben?« Leicht irritiert gibt sie ihm ein trockenes Handtuch und sie denkt sogleich an die Sauerei, die er da wohl drin veranstalten würde. Wieder ertönt ein mittlerweile energisches Stöhnen aus der Kabine und er meint, »Fräulein, bitte, bitte, können Sie mal reinkommen und mir helfen?« Mit abgewendetem Kopf geht sie in die Kabine und fragt, »Was haben Sie denn für ein Problem?« Der Obdachlose lächelt sie an und meint, »Könnten Sie mir bitte helfen? Ich bekomme das Glas nicht auf.« Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.